Hi, ich bin Julia von Pointer. Über 30 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Von Umweltschutz über Integration zu Sport- und Freizeitangeboten. Um Interessierten einen Überblick zu schaffen, findet heute zum bereits 20. Mal die Aktivoli Freiwilligenmesse in Hamburg statt. Ich schaue mich jetzt mal um und zeige euch, wo ihr euch überall engagieren könnt. Wer seid ihr und was macht ihr? Wir sind vom Malteser Hilfsdienst und ich speziell von den Integrationslotsen. Und wir suchen Ehrenamtliche, die sich für Geflüchtete engagieren. Wir unterstützen mit einem Beirat von Kindern Projekte in und um Hamburg, die wiederum Kinder unterstützen. Stadtteile ohne Partnergewalt heißt, dass wir einmal das Thema häusliche Gewalt in die Öffentlichkeit bringen wollen. Wir wollen das Tabu brechen. Wir machen Erste Hilfe für die Seele. Heißt offiziell psychosoziale Notfallversorgung. Das heißt, wir kümmern uns um Menschen, die gerade zum Beispiel was ganz Schlimmes miterlebt haben. Wir sind die Stiftung Natur im Norden und wir betreuen das Naturschutzgebiet Höltigbaum bei Rahlstedt. Wir sind der Club 68, Verein für Behinderte und ihre Freunde e.V. Hamburg. Wen sucht ihr? Also welche Qualifikation sollte man mitbringen? Qualifikation ist erstmal Bock auf Kontakt mit Menschen. Man darf, sollte bestenfalls nicht homophob sein. Man sollte eine positive Einstellung haben zum Leben und zum Thema Vielfalt. Und alles andere kommt während der Hospitationsphase im Ehrenamt. Ist schon schön, wenn die eine gewisse Form von grundsätzlichem humanistischen Menschenbild mitbringen. Ja, also die sich einlassen können auf Menschen, auch wenn sie schwierig sind, den Menschen zu sehen. Als allererstes, dann kommt lange nichts und dann kommt vielleicht auch auffälliges Verhalten und sowas. Man sollte den Willen haben zu helfen auf jeden Fall. Natürlich sportlich eher ein bisschen aktiver dabei sein. Im Prinzip können bei uns so gut wie alle mitmachen, ab 25. Man muss keine entsprechende berufliche Vorerfahrung à la Psychologie oder Sozialarbeit oder ähnliches haben. Wir bilden die Menschen dann für das aus. Welche konkreten Aufgaben erwarten Freiwillige, die sich bei euch engagieren? Es kommt darauf an, in welchem Bereich sie sich engagieren wollen. Das sind vor allem bei uns zwei Bereiche. Einmal die Seniorenarbeit. Das bedeutet, Ehrenamtliche würden Seniorenreisen begleiten, einwöchig. Und die andere Möglichkeit wäre, bei Kinder- und Jugendfreizeiten mitzufahren. Eigentlich ist es Aufklärungsarbeit und auch Betroffenenarbeit, Begleitung zu den Familiengerichten, Begleitung zu Beratungsstellen, zur Polizei. Man kann sich zum Beispiel für Deutschkurse engagieren, also den Geflüchteten Deutsch beibringen, entweder für alleinerziehende Eltern oder für junge Erwachsene. Dann kann man so eine Patenschaft eingehen, wo man dann entweder eine 1-zu-1-Betreuung macht oder jemand kümmert sich um eine Familie. Bei uns heißt es dann konkret, dass man sich bereit erklärt, mindestens zweimal im Monat 24 Stunden richtig Bereitschaftsdienst zu machen und dann bei Alarmierungen, die meistens von der Polizei kommen, auch wirklich sofort in die Akuteinsätze zu fahren. Wir haben einen landwirtschaftlichen Bereich mit der Versorgung der Tiere. Und wir haben den Naturschutzbereich. Das heißt, wir gehen richtig in die Flächen hinein und entnehmen Gehölze oder andere Pflanzen, die nicht erwünscht sind. Was bedeutet euch ehrenamtliche Mitarbeit? Ehrenamtliche Mitarbeit bedeutet, durch Engagement und durch Motivation die Gesellschaft zu gestalten und was Positives zu bewirken. Wir wären gesellschaftlich wahrscheinlich gar nicht in der Lage, so viele verschiedene Bereiche abzudecken, in denen es die Notwendigkeit gibt von Menschen, die helfen, ohne dem Ehrenamt. Wir sind viel zu wenig Hauptamtliche, um in all den Feldern zu arbeiten, in denen wir aktiv sind. Deshalb brauchen wir wahnsinnig viel Man- und Woman-Power. Wir sind alle Menschen, die finden, dass es sinnvoll und wichtig ist, sich ehrenamtlich zu betätigen. Und wir wünschen uns natürlich, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die das auch so sehen und sich zum Beispiel dann bei unserem Team bewerben. Warum lohnt es sich,
sich für einen selbst, ehrenamtlich tätig zu sein? Weil man Kameradschaft erlebt. Ganz viel Gemeinschaft und ganz, ganz viel Dankbarkeit von anderen Menschen zurückbekommt, wenn man geholfen hat. Man lernt viel über sich selbst, ne? Weil natürlich auch entsprechend Knöpfe mal gedrückt werden oder irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen. Auch im Teambuilding-Prozess, wie kommt das Team miteinander klar? Wie findet Feedback statt? Wie findet Kritik statt? Es ist schön zu spüren, wenn man helfen kann, wenn man merkt, dass man was Sinnvolles tun kann. Es ist eben nichts, was geldlich ist, aber es ist eben sehr, sehr viel Menschliches dabei. Ich mache das jetzt schon über 40 Jahre lang. Mir macht es immer noch Spaß. Und ich lerne immer noch was dazu. Wow, die Messe war noch ein ganz schönes Stück größer, als ich erwartet hatte. Insgesamt haben hier knapp 170 Aussteller gezeigt, wie und wo man sich überall ehrenamtlich engagieren kann. Für mich steht fest, jeder, der irgendwie mit anpacken möchte, findet auch das passende Projekt.